Guten Morgen, Trader. Heute mal ein etwas anderes Format des, ja, Blicks in die Märkte live vor der World of Trading heute sozusagen aus meinem Hotelzimmer. Trotzdem halbwegs pünktlich. Der Blick auf ein paar Handelsideen, das bespreche ich heute, wie schon gesagt, einfach mal verbal. Wer das Ganze lesen bzw. bildlich sehen möchte, der kann das natürlich tun. Den Blog habe ich längst veröffentlicht. Das heißt, einfach mal hier auf Facebook in die Tickmill-Seite klicken und das Ganze anschauen oder auch auf der Seite von Tickmill. Da gibt es meinen Blog-Eintrag, da gibt es sozusagen dann die Bilder dazu. Heute auf der Uhr, jetzt so kurz vor der World of Trading, das WTI, den FGB und das Währungspaar hier an dieser Stelle, britisches Pfund, US-Dollar und dann natürlich noch die wichtigsten Tagesnachrichten und nicht vergessen all das, was wir hier miteinander besprechen. Der Risikohinweis gilt auch an dieser Stelle, der Handel mit CFDs und sozusagen den FX-Bereich, so habe ich es jetzt auf Margin, der kann natürlich zu Verlusten führen, das an dieser Stelle auch gesagt. Blicken wir nun auf das, was heute so kommen kann, neben dem auf der World of Trading natürlich an den Märkten. Ist einiges geboten immer wieder. Da gucken wir mal auf die wichtigen Nachrichten für heute. Ja, da gibt es ganz so viel nicht. Von der Seite her gibt es um 11 Uhr den Verbraucherpreisindex für die EU und um 14:30 Uhr dann aus den USA die Einzelhandelsumsätze. Die kriegen wir hier genannt. Positive Nachrichten für die Wirtschaft gab es halt auch aus der USA. Diese Woche oft genug gesprochen und der Konsens, der hier gefunden wurde, ist der, dass die Zinsen erst einmal nicht weiter gesenkt werden, weil die Wirtschaft halt relativ gut läuft. Und Powell hat auch dort an dieser Stelle verdeutlicht, dass er erst einmal einschätzen muss, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, zum Thema Inflation. Die Inflation scheint in einem angemessenen Rahmen zu sein. Da bei dem Thema vom Arbeitsmarkt, früher war der Arbeitsmarkt für die Fed ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und da galt es halt so, dass sozusagen bei 5% Vollbeschäftigung galt jetzt, sodass auch eine andere Arbeitslosenquote hier der Wirtschaft nicht schaden kann. Und da hat Paul auch gesagt, wir haben jetzt dreimal in Folge die Zinsen gesenkt. Wir müssen erst mal schauen, wie sich das Ganze auf die Wirtschaft auswirkt. Und das ist ein wichtiger Fakt auch für das nächste Jahr. Powell hat nicht ausgeschlossen, dass es im nächsten Jahr Zinssenkungen geben wird, aber man muss halt erst einmal schauen. Und wenn man sich das etwas auf der Zunge zergehen lässt, dann ist man halt relativ schnell bei den Überlegungen auch da. Mensch, wenn es der Weltwirtschaft gut geht oder der USA gut geht, dann könnte das ja auch der Welt gehen. Wenn es dann irgendwann einmal einen, ja, ich sag mal, ein Ende des Handelsstreites. Was macht das denn mit den Aktienmärkten? Was macht das mit dem Dollar? Was macht das mit dem WTI? Und das, ja, das bleibt interessant. Übrigens für all diejenigen, die auf der World of Trading sind, zum Thema WTI. Morgen mache ich da mal einen etwas größeren Ausblick live, auch in der Veranstaltung, damit wir hier mal sprechen können. Was kann denn im Ölpreis kommen? Wo sind wichtige Marker, die entscheidungstechnisch sind für den weiteren Verlauf, ob wir den Seitwärtslauf haben oder steigende oder fallende Kurse? Das alles live auch auf der Messe. Wo wir gerade bei den Nachrichten sind, wir gucken noch mal kurz auf das, was nächste Woche kommt. Ich mache das Montag noch mal im Detail, aber für all diejenigen, die schon ein bisschen auch die Woche planen möchten, Montag ist jetzt nichts Gravierendes. Wir bekommen, wenn wir mal uns das Ganze hier anschauen auf China, USA und Europa. Wir bekommen am Dienstag gibt es die Baugenehmigung für den Monat Oktober. Bauen ja wichtig für die US-Wirtschaft. Am Mittwoch gibt es dann die Zinsentscheid in China. Das ist eine wichtige Sache, weil die chinesische Notenbank hat ja gesagt, sie möchte sozusagen mit den Zinsen auch der chinesischen Wirtschaft unter die Arme greifen. Da muss man sehen, was kommt. Das bleibt spannend. Kommt es zu einer Zinssenkung, könnte das doch deutlich positive Auswirkungen auch auf die Indizes haben. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Dann gibt es am Mittwoch auch wie immer die Rohöllagerbestände. Die gab es ja diese Woche einen Tag später. Und am Mittwoch dann auch das FOMC-Sitzungsprotokoll. Am Donnerstag gibt es dann das EZB-Sitzungsprotokoll, den Filifed-Herstellungsindex, Käufe bestehender Häuser, bevor wir dann am Freitag ein paar Nachrichten noch aus Deutschland bekommen, und zwar hier das Bruttoinlandsprodukt und den Einkaufsmanager-Index. Das Ganze hier von der Warte her schon einmal die Vorplanung für die nächste Woche. Ich klicke hier gerade mal noch was auf dem Laptop vor mir, um zu schauen, dass ich heute auch nichts verpasst habe, weil wir wissen ja, wichtige Nachrichten sind immer wieder da, um sie anzuschauen, aber nein, da ist jetzt nichts gekommen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, ich mache mir einfach hier
hier vor meiner Nase mal die Charts entsprechend auf und gehen mal die drei Instrumente an der Stelle auch durch. Das heißt, das Thema der Zinsen. Ich hatte es gerade auch bei Paul angesprochen. Zinsmarkt ist interessant. Zinsen sind schön für die Leute, die Zinsen haben wollen, aber für uns Trader sind da ganz andere Dinge relevant, weil die Zinsen haben natürlich immer eine gewisse Auswirkung auch auf die entsprechenden Futures. Und hier habe ich heute mal den FGBL, also den Euro Bobble, so wie das Instrument hier bei Tickmill auch genannt wird, mitgebracht. Und da habe ich interessanterweise im Research halt mal den längeren Zeitraum reingesehen, weil wir sind ja ziemlich deutlich angestiegen. Wir sind auf dem Allzeithoch, da muss ich mal kurz gucken, 136,39. Das war das Allzeithoch. Das sind ja massiv nach oben gestiegen, auch schöne Überdehnung nach oben gehabt. Das konnte man hervorragend auch im kurzfristigen Bereich immer mal wieder traden. Haben wir in diesem Jahr auch oft genug gemacht. Und dann kam das Ganze ordentlich unter die Räder. Wir stehen jetzt nicht mehr bei 136, sondern wir stehen bei 133. 368 im Low. Und das ist genau ein Bereich im langfristigen, ein Support. Und dieser Support ist diese Woche aufgegriffen worden und die Kurse sind hier nach oben angestiegen. Und da wäre es jetzt natürlich interessant zu sehen, was die Märkte machen. Setzt sich die Erholung fort, haben wir nämlich mit Blick auf den Tageschart einige Marken oben liegen, die man sehr, sehr gut nutzen kann, um die Erholung so ein Stück weit mitzutragen. Also schaut dort einfach mal von der Woche in den Tageschart hinein. Das ist allerdings unten durch, dann haben wir das nächste Anlauflevel auf der Unterseite bei 133. Was haben wir liegen? 8, 6, 4. Bisschen klein. Der Laptop von der Seite her hätte ich vielleicht das Opernglas mitnehmen müssen. Das also zum Euro-Bobble und dann gucken wir uns mal kurz noch, oder was heißt kurz, in aller Ruhe. Wir nehmen uns einfach die Zeit, das WTI an. WTI seit geraumer Zeit ja wieder am Ansteigen, seit einigen Wochen, seitdem die Marke unten genommen wurde, bei 51. Da haben wir ungefähr so ein Support-Level, was man schon länger im Markt liegen hat, was auch immer für gute Kursanstiege nötig oder willkommen war, sagen wir es mal so. Und da sehen wir jetzt auch wieder einen schönen laufenden Aufwärtstrend. Wir hatten hier diesen Bereich im September getestet und seitdem trendet dieser Markt schön nach oben. Aber und jetzt kommt die andere Seite, das hatte ich ja schon öfter auch gesagt. Wir haben oben einen Deckel liegen und der Deckel, den haben wir momentan so ganz grob über den Daumen an der von $58 und das ist auch der Bereich, wo der Markt jetzt so ein bisschen verharrt. Der gerade laufende Aufwärtstrend auf Tagesbasis, der läuft so ja etwas unter dieser Marke. Das Hoch haben wir gehabt bei 57,77 und da wird es jetzt wirklich sehr, sehr entscheidend, wie es weitergeht. Nämlich, sollte der Markt es schaffen, seinen aktuellen Aufwärtstrend fortzusetzen, dann haben wir wirklich richtig gute Karten, höher zu laufen und zwar in die Bereiche rein. Was haben wir oben? 59,45. Das war mal so ein Zwischenhoch nach dem starken Rutsch nach unten und danach haben wir das Top hier liegen. Das war das Hoch Anfang September bei 63. Wo haben wir es? 63,36. Da ist Luft nach oben und das ist interessant. Wenn es der aktuell laufende Trend nämlich schafft, sich drüber zu etablieren, dann haben wir einen richtungsführenden Aufwärtstrend, der durchaus weiter nach oben gehen kann. Und das wäre schönes Potenzial. Und das würde auch das große Bild wieder ein wenig in den anderen Raum bringen. Abprall nach unten, da muss man einfach schauen. Wir haben das aktuelle Zwischentief hier, wenn wir uns das Ganze mal in der Korrektur anschauen, momentan liegen bei knapp 55,70. Da wäre dann ein Anlaufpunkt auf der Unterseite. Wie schon gesagt, schaut in die Live-Charts rein. Da sind die Marken gut zu erkennen, beziehungsweise ich habe es auch aufgezeichnet im Tickmill-Blog. Dafür ist er ja auch da. Und dann gehen wir jetzt nochmal aufs Cable. Das Cable haben wir ja in den letzten Tagen auch schon immer mal wieder besprochen. Immer mal wieder auch mit dem Fokus, okay, die Bullen könnten ja tatsächlich wieder hier in den Attacke-Modus übergehen, um das Ganze laufen zu lassen. Ja, und wir hatten ja Anfang der Woche auch darüber gesprochen, es gab durchaus das Abpreisszenario, was wir gesehen haben. Und dieses Abpreisszenario hat sein Hoch gefunden bei 1, wo haben wir es gefunden? 28,975. Das war das Hoch, eine schöne ansteigende Tageskerze. Verortet im Abwärtstrend, ja, das auf alle Fälle, aber das Hoch der Kerze ist jetzt entscheidend und da ist es halt wichtig, wenn wir jetzt oben drüber laufen, dann kommen wir erstmal wieder in eine Ausdehnung der Korrektur im laufenden Gegentrend, ja, der übergeordnete, also der lange Abwärtstrend, hätte eine lange, lange, starke Bewegung nach oben gehabt, das Ganze.
Wenn der Markt jetzt wieder rumdreht und klein anfängt nach oben zu trenden, dann haben wir halt die Chance offen, erst einmal hier in Richtung Korrekturhoch bei 1,29,755 zu laufen, beziehungsweise dann den vorhergehenden starken Bewegungsschub nach oben hin auch weiter fortzusetzen. Das ist bitteschön die Longchance, die wir auf der Uhr haben. Jetzt kommt ein Aber. Aber wir befinden uns halt momentan in der Korrektur des Gegentrends, des laufenden Abwärtstrends. Den hatte ich, glaube ich, am Montag hier an dieser Stelle vorgestellt. Und das heißt halt, wir sind in einer Korrektur. Und mit dem Hoch vom Montag sind wir halt auch gut weit in die Korrektur reingelaufen. Und da hat komplett dieser lange Montagskerze stattgefunden. Das war erst einmal ein Zeichen. Heißt also, schaffen wir es nicht über das Tageshoch vom Montag, sondern prallen da oben wieder ab, dann geht der Markt eher nach unten. Das ist dann die Umfrage der Nachkehr, die Umkehr der Nachfrage. So rum heißt es richtig. Und dann haben wir hier aus Sicht dieses kleinen laufenden Abwärtstrends gerade für die kurzfristigen Trader doch interessante Möglichkeiten hier, die Lows in der Stunde anzugehen. Wichtiger Marker wäre hier die Marke von 1,28,155. Das ist das Tagestief vom Dienstag. Wenn wir dort drunter fallen, ohne über das Hoch vom Montag vorher drüber zu gehen, hat sich nämlich im ganz kleinen Bereich, wie schon gesagt, das ist für die kurzfristigen Trader interessant, hier das Ganze nach unten entwickelt. Dann haben wir einen kleinen Abwärtstrend und der setzt dann gut und gerne ein paar Trading-Möglichkeiten für die Unterseite frei. So viel also hier zum britischen Pfund US-Dollar. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich hier ein paar Fragen lesen kann. Nö, warte mal. US-Dollar, japanischer Yen. Ja, den gucke ich mir mal eben noch an. Das kriegen wir hin. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch mit. US-Dollar, japanischer Yen. Ich ziehe es mir einfach mal rüber, was wir haben. Oh, das sieht nett aus. Danke für die Frage. Und von der Seite her nett aus dem Grund, dass wir ja, sagen wir es mal so, wir haben ja in den letzten vielen, vielen Wochen eher eine aufwärtstreibende Struktur gehabt. Wir haben uns über einen wichtigen Widerstandslevel mittlerweile mal hervorgewagt und danach an dieser Stelle gleich wieder so ein bisschen abzutauchen. Und wenn ich mir den Chart jetzt mal anschaue, dann sind wir in eine ganz schön ordentliche Korrektur des letzten Bewegungsschubs reingegangen. Das sind schon gute 70%, würde ich mal ganz grob schätzen, korrigiert worden. Und hier an dieser Stelle ist jetzt interessant, was wir sehen. Der Markt kam gestern schon ein Stück weit nach oben und ist bis jetzt heute Nacht in der Tageskerze auch ansteigend gewesen. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz in die Stunde rumklicken, weil wenn wir dann Aufwärtstrend kriegen, wäre das sehr, sehr interessant. Was wir hier jetzt allerdings sehen in der Stunde, ist einfach nur erst einmal die Korrektur im laufenden Abwärtstrend. Also da ist noch nichts vorbei. Vorbei ist es, wenn wir über, kleinen Augenblick, jetzt muss ich mal echt live oben reingehen. Wir haben das letzte Trendhoch im Abwärtstrend um die Marke von 108,8, knappe 60. Da müssen wir drüber. Aber kurzfristig, wir haben jetzt hier aktuell einen schönen Schub nach oben gesehen. Wenn wir über das aktuelle Tageshoch bei 108,6 drüber laufen, dann haben wir gute Chancen reinzulaufen nach oben hin. Erster Widerstand auf der Oberseite wäre das Bruchlevel vom Schub nach unten. Ich glaube, du schaust jetzt hier auch mit zu, sozusagen mit dem Blick auch in den Chart hinein. Da mache ich es einfach mal so. Die Marke von Ausbruchslevel 108, knapp 7, die wäre dann interessant. Wenn wir dort drüber gehen, sind das weitere gute Chancen, dass wir möglicherweise tatsächlich rumdrehen. Dann haben wir nämlich einen kleinen Aufwärtstrend, der die Chance hat, den Abwärtsschub rauszunehmen und dann wieder in Richtung der übergeordneten Trendrichtung hier kurzfristig im Dollar-Yen zu gehen. Das wäre megamäßig spannend. Also da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt. Das könnte wirklich ein Early Bird hier sein. Und wenn sich das Ganze gut entwickelt, wenn wir tatsächlich eine Umkehrkerze sehen, dann ja für die Swing Trader, die das Ganze nebenberuflich machen, das wird dann am Montag wirklich interessant. Das lege ich mir auch auf die Watchlist. Und wenn wir soweit sind, dann beschreibe ich diese Sache, diese Situation sehr, sehr gerne nochmal ausführlich im Blog und dann Montag mit den Live-Bildern in der Schau. Hier das Ganze zum Dollar-Yen. Gucken wir noch kurz auf die Indizes. Die Indizes, ja, momentan ein bisschen auf hohem Niveau, aber der US-Markt ist gestern im S&P neues Allzeithoch gelaufen. Hier das Ganze ist sehr, sehr schön im Fortgang zu sehen. Also hervorragend hier das Ganze zu sehen. Viele schöne Wochenkerzen. Wir haben auch noch einiges an Potenzial nach oben. Das Ganze hier mit rauszunehmen oder mit reinzunehmen, da ist noch der Weg nach oben lange, lange nicht vorbei. Korrekturen können immer kommen, aber es ist sehr schön zu sehen, dass der Markt hier hervorragend nach oben läuft. Und ich freue mich auch über all diejenigen Trader, die hier morgens mal live zuschauen, wenn wir hier so eine Handelsideen, wir hatten es besprochen, den S&P 500 haben wir besprochen bei 2000.
900 und ein paar in der 80 Zähler. Seitdem hat es das Long-Signal getriggert im kurzfristigen Trading. Ein schöner Swing. Ich freue mich für alle, die hier an dieser Stelle auch dabei sind. Gucken wir noch kurz auf den DAX im Tageschart. Schauen wir uns das Ganze an. Der DAX ist ja, sage ich mal, gestern ein bisschen zurückgekommen, aber er geht momentan wieder nach oben. Im DAX haben wir momentan eine hohe Flagge nach einer schönen Aufwärtsbewegung. Und die, die hier öfter mal zuschauen, wissen, ich liebe diese Flaggen. Egal, ob es jetzt diese Bullenflaggen sind im Aufwärtstrend oder eine hohe Flagge. Es sind einfach wirklich schöne Marker, wo wir sehen, was die Händler machen. Und wenn das Ganze aufgelöst sind, bringt das meistens schöne Bewegungen auf die Oberseite. Das bleibt spannend hier im DAX zu sehen. Also auch da alles wirklich wunderbar in Ordnung. Und wenn wir uns noch kurz mal den Euro dazu anschauen, der Euro an sich, auch da freue ich mich wahnsinnig über diejenigen, die hier live dabei sein konnten. Wir haben den Euro-Short begonnen oben um die Marke. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo hatten wir das Umkehrsignal? Hier oben am, wir hatten das Umkehrsignal gehabt bei am 4.11., da hatten wir das Umkehrsignal, das heißt, wir konnten hier bei Kursen um die 1.11 auf die Short-Seite wechseln. Da hatten wir hier die Handelsidee besprochen. Guckt euch mal an, wo ihr jetzt steht. Chopin, hervorragend. Ich freue mich für all diejenigen, die es getradet haben. Top-Chance-Risiko-Verhältnis. Mehr braucht es nicht. Einfach nur hinzuschauen. Von der Seite her, diejenigen, die noch nicht jeden Morgen live dabei sind, gebt der Website bzw. der Facebook-Seite von Tickmill Deutsch ein Like. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Da stelle ich die Videos auch immer mit nach oben. Da wird nichts verpasst. YouTube-Kanal ist Tickmill. Da gibt es die Playlist, wo ich alles reinstelle. Seid dabei. Guckt euch das an. Top Broker, auch von den Konditionen her. Das läuft also wunderbar. An dieser Stelle danke für die Zeit. Einen guten Trading-Freitag an dieser Stelle all diejenigen, die vor den Rechnern sitzen. Ich freue mich jetzt auf die Messe, gehe in Kürze los. 10 Uhr habe ich die Opening Bell hier. Ja, ich glaube, eine Glocke werde ich nicht in der Hand haben, aber da geht's los mit meinem ersten Vortrag und dann ist das Programm ja auch pickepacke voll. Also ich freue mich auf all diejenigen, die vorbeikommen. Ein paar Gesichter kenne ich ja schon, viele neue kommen dazu. Also gute Trades, ein tolles Wochenende für all diejenigen, die Freizeit genießen möchten. Und wir sehen uns dann am Montag wieder. Montag, Dienstag mache ich hier wieder den Livestream. Ab Mittwoch mache ich ein paar Tage Urlaub. Da übernimmt mein Kollege, der Martin Görsch, die Sendung hier an dieser Stelle bis übernächste Woche Dienstag. Also eine Woche sozusagen knapp bin ich nicht da. Und dann haben wir uns auch wieder. Also danke für die Zeit, fürs Zuschauen hier an dieser Stelle. Und bis Montag. Ich freue mich. Tschüss.